Es ist der feierliche Abschluss des Bürgerforums 2011. Im alten Bonner Bundestag haben knapp 600 Bürger die Gelegenheit, ihre ausgearbeiteten Programme dem Bundespräsidenten zu übergeben. Es sind die Vertreter von gut 10.000 Bürgern, die in den vergangenen Wochen und Monaten diskutiert, debattiert und verschiedene Vorschläge zu Papier gebracht haben, zum Beispiel in Sachen Bildung. Bundeseinheitliches Bildungssystem ist eine große Aufgabe. Das wissen wir auch, ne? Aber man muss klein anfangen und große Ziele aber auch wirklich anpacken wollen und auch mal an Stühlen sägen, wo Leute verdammt fest drauf sitzen. Bürgerprogramme aus 25 Regionen unserer Republik hat Christian Wulff jetzt auf dem Tisch liegen. Alle wollen sie gelesen und zumindest hier und da in den politischen Alltag eingebracht werden. Und der Bundespräsident weiß genau, was da auf ihn zukommt. Wir konnten das ja schon bei den Auftaktveranstaltungen erkennen, dass Bürger sich über bestimmte Fragen ganz schnell ganz einig sind und man dann auch mal gegenhalten muss und sagen muss, naja, aber es muss auch bezahlt werden können oder es gibt auch gute Gründe, etwas vor Ort bürgernah zu regeln, vielleicht auch anders als andernorts zu regeln, dann gibt es Wettbewerb. Also das war schon klar und es ist wunderbar, wenn sich das so ausdrückt und alle merken, aha, man kann auch eine ganz andere Einstellung dazu haben. Die Beteiligten selbst waren mit großem Engagement bei der Sache und haben so ihre eigenen Erfahrungen mit politischer Bürgerarbeit gemacht. Man hat schon gemerkt, wie schwierig Politik ist, weil man hat unheimlich viele verschiedene Meinungen, die man dann wieder unter einen Hut bringen muss. Man muss am Ball bleiben und das eben hartnäckig durch. Am Anfang war ich sehr skeptisch, wie das so gehen sollte, ob das auch funktionieren kann, aber es hat wirklich gut funktioniert. Die einzige negative Erfahrung, die ich hatte, war, dass ich festgestellt habe, dass für viele Leute Demokratie nur dann Demokratie ist, wenn auch ihre Sachen durchkommen. Das Bürgerforum als solches finde ich ein sehr interessantes Format, weil es Menschen die Möglichkeit gibt, sich zu politischen Themen zu äußern, ohne sich in eine Parteischiene begeben zu müssen. Für die Mitinitiatoren der Veranstaltung, die Bertelsmann und die Heinz-Nixdorf-Stiftung, ist das Bürgerforum ein voller Erfolg. Für den Vorstandsvorsitzenden der Bertelsmann-Stiftung, Gunter Thielen, ist mit der Übergabe der Bürgerprogramme aber noch nicht Schluss. Es wird darauf ankommen, aus diesen Ergebnissen ganz viel zu machen. Das müssen wir auch mit dem Bundespräsidenten besprechen. Wenn da jetzt nichts passiert, werden diese Bürger, die hier heute sind und hinter denen ja die 10.000 anderen stehen, die mitgemacht haben, ganz enttäuscht sein. Die werden sagen, da machen wir nicht mehr mit. Wenn aber etwas passiert, wenn das aufgegriffen wird, wenn das in die politische Diskussion einfließt, dann wird das eine Welle der Bürgerbeteiligung auslösen. Und das ist das, was wir eigentlich wollen. So sehen es auch die meisten Teilnehmer. Viele von ihnen wollen weitermachen, politisch weiterarbeiten und wissen auch, dass eigenes Engagement unverzichtbar ist. Es liegt jetzt an uns Menschen und an uns persönlich, was wir daraus machen, weil ja Politik ist ja jeder, sagen wir Bürger, dafür verantwortlich auch. Und damit das auch so bleibt, heißt es jetzt, die Ideen des Bürgerforums aufzunehmen, auszuwerten und zumindest in Ansätzen in die politischen Überlegungen einzubeziehen.